Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy IV. Tja, in der letzten Folge haben wir unsere Mission erfüllt. Wir sind im Dorf des Nebels angekommen, haben den Bomberring abgeliefert, was das Dorf in Flammen hat aufgehen lassen. Und ja, Cecil war natürlich ziemlich angepisst. Deswegen hat er sich dazu entschlossen, ja, dem König nicht mehr zu gehorchen. Er stürzt das Königreich Baron zusammen mit Kane. Tja, aber nachdem sie den Drachen erschlagen haben, ist die Mutter eines kleinen Mädchens gestorben. Und das hat aus Wut darüber den Titanen herbeigerufen und, ja, ein ziemliches Desaster angerichtet. Jetzt müssen wir uns mit dem Mädchen auf den Weg zum nächsten Dorf machen, weil die gerade ohnmächtig ist. So lange muss Cecil hier allein durchhalten. Vielleicht sollte ich doch mal einen Ocean anwenden. Aber na gut, noch halten wir es aus. Obwohl, ich mach's lieber. Sicherheit geht vor und außerdem sind die nicht so überteuer. Gut, das reicht auch schon. Gut, ab in die Wüste. Und da oben ist eine Oase. Da können wir die Kleine heilen. Aber einen Kampf hätte ich gern. Ja. So, wir gehen wieder auf Dark. Einfach, damit es ein bisschen schneller geht. Das ist doch nicht wahr jetzt. So. Wieder 246. Cecil leveled up. Das wollte ich erreichen. Dass er einfach noch ein Level steigt, bevor wir hier reingehen. So. Kaipo. I have to find a place to rest. Na dann auf ins nächste Gasthaus, oder? Welcome. Oh, is she hurt? Take her inside. No charge. Just go ahead. Thank you. Wenigstens ein paar freundliche Leute hier. So. Hey, are you okay? My name is Cecil. What's yours? I'm sorry about your mom. I understand if you can't forgive me. Will you at least let me protect you? Nee. Keine Reaktion von ihr, war klar. Was ist denn hier los? Hey, whoa. Cecil, finally I found you. Wait, the king... I am here on the king's orders. All summoners of Mist must be annihilated. Now hand over the girl. No! Kill him. Was seid ihr für Clowns? Hier mitten in der Nacht reinzuschneiden. Erstmal kümmere ich mich um den General im Hintergrund. Wenn der weg ist, sind die Soldaten völlig hilflos. Die fügen mir zwar ganz schön viel Schaden zu, aber trotzdem, es dürfte noch lang. Wenn ich die Soldaten nämlich vorher wegmachen würde, wäre der General weg und ich würde weniger EP und Geld kriegen. Zwar bewege ich mich hier ganz schön auf Grundeis, aber sobald der General weg ist, ist der Kampf praktisch schon gewonnen. Ah. Mit
sind jetzt so verwirrt, dass die sich selber wegrotzen. Die wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Kümmere ich mich um den letzten. So. 242 Gil und über 800 Erfahrung. Sehr schön. Puh, aber ganz schön was abgekriegt. Are you okay? Yeah. Don't worry. I won't let anyone hurt you. You promise? I promise. I'm Rydia. Rydia? Summoner Rydia joined the party. Ja, jetzt ist sie im Team. Gut. Aufstehen. All set. Gut. Wir werden mal ein bisschen was untersuchen hier, die Töpfe. Nix. So, aber Rydia ist leider auf Level 1. Und das geht gar nicht. 30 HP, 10 MP, das ist fuck wenig. I can't believe Anna ran away. She and her father, the Sage Teller, are very close. Ein Weiser, ne? Na, hier können wir wieder ein bisschen was auffrischen, aber ehrlich gesagt brauchen wir nichts. Was ist hier oben? Ein Pub. Quench your thirst with Kaipo Punch. I am a traveling scholar. I want to go to Fabul, which is east of Demsia. But some old man at the water cavern won't let me through. Ja, das klingt nach dem Weisen. I really want to go to Antlion Cave east of Demsian, but only the royals can go there. Naja, die Höhle des Ameisenlöwen, was kann man das für ein Vieh sein soll? Well, hello, we rarely have visitors these days. What with all the monsters running around? Tja, selber schuld, wenn ihr mitten in der Pampa so eine Oase errichtet. Oh, was haben wir hier? Nix. Auch nicht. Ey. I heard there's a big monster with 8 arms in the water cavern. Oh, ein Tentakelmonster. Anna found the man of her dreams, but the Sage Teller didn't approve, so she ran away. Ah ja. Der Vater will nicht, dass die Kleine einen Freund hat. Oder diesen Freund hat, oder keine Ahnung. Waffenshop. Hier gibt's was Besseres für Rydia. Die hat im Moment nur ein Rod, einen Stab. Lederhut, Lederrüstung wahrscheinlich. Und ein Eisenring. Naja. Werden wir mal sehen. Ein Staff. Oh, sie. Sie kann das anlegen, heißt das nur, dass sie jubelt. Short Bow und Brass. Na gut, ich will nicht ständig Pfeile kaufen, deswegen kriegt sie erstmal nur den Stab. So. Für Cecil war nichts dabei. Veränderungen sieht man leider auch erst nach dem Anlegen. Ja, Angriff plus 1. Na gut. Besser als nichts. So. Haben wir hier was drin? Nö. Ah, hier haben wir einen Äther drin. Lecker. Bisschen Äther ist nie verkehrt. Demsian is north of here. It rules over the entire desert. People say the Prince of Demsian has a lovely voice, like a siren. He sounds like a sissy, if you ask me. So, wen haben wir hier noch? We found a girl from Baron unconscious just outside of town. The poor thing's been afflicted with desert fever. Oh yeah. She keeps muttering to herself, Cecil, Cecil. Uh-oh. Rosa. Tja. Die hat Wüstenfieber. Und Wüstenfieber ist tödlich. Cecil. Okay. To cure desert fever, you need a rare jewel called the Sand Ruby.
It can only be found in a cave. Na, wo der Ameisenlöwe wohnt, ich weiß schon. Tja, dann müssen wir wohl oder übel dorthin, Richtung Damseyn. Aber bevor wir das tun, müssen wir trainieren. Und zwar mit Rydia. Sie ist nur auf Level 1. Das, die hält keinen... Weiß nicht, die hält das nicht durch. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal einige Kämpfe absolvieren. Ich kann nebenbei auch die Klappe halten. Hätten wir. Rydia leveled up. Hat Eis gelernt. Ah. Schon wieder ein Level up. Hat Vita gelernt. Cure 1 ist Vita. Eis und Vita gelernt. Weiß- und Schwarzmagie hat sie drauf. Jetzt noch zumindest. Cure Eis. Und sie kann den Chocobo rufen. Titanenbeschwörung war nur so eine Affekthandlung. Kann sie nicht bewusst. So, aber das reicht noch nicht. Level 3 ist immer noch zu wenig. Komm schon, noch ein Kampf. Ach hey. Da muss er jetzt mithelfen. Sandwürmer können sehr gefährlich werden. 41 EP. Sandwürmer beherrschen nämlich das Erdbeben und das kann die ganze Party ziemlich schnell umbringen. Und zwar alle. So. Na komm schon. Noch ein paar Monsterchen. Oh oh. Dieser Sandpete da hinten, der ist auch nicht gerade von mir. Pappe. Den sollten wir uns jetzt kümmern. So. Gut. Ist der wenigstens weg. Der kann das nämlich auch erbeben. Gut. Wieder 109 EP. Rydia leveled up. Lernt Sicht. Hm. Damit kann sie auch die Weltkarte ein bisschen rauszoomen, dass wir sehen, wo was ist. Aber wir sollten erstmal pennen gehen, damit die HP und MP wieder aufgefüllt werden. 50 Gil können wir dafür gerade mal so opfern. Ja. So, pennen gehen. Oyasumi. Good night. Ich will nicht immer ein Zelt dafür benutzen, das wäre einfach nur Verschwendung. Ja, oh Set, ich weiß. Muss man leider immer mit ansehen. Oh, raus hier. Training continues. Na los doch. Wenn man mal Begegnungen haben will, kommen keine. Wenn man irgendwo hin will, kriegt man nichts anderes. Aus jedem zweiten Schritt ein Monster. Uiuiuiui. Ersten Schlag haben wir aber wenigstens. Weg mit diesen Motten. Ach, fuck. War an der hinteren Reihe, deswegen hat es nicht so viel gezogen. Oder weil halt noch ein Gegner vor uns war. Egal. Weg ist weg. So, gab wieder EP. Cecil hat auch ein Level bekommen. Sehr schön. Und Rydia hat Blitz gelernt. Sehr schön. Wenigstens lernt sie sich zu verteidigen. So, hier machen wir Dark.
Hat auch gereicht. Sehr schön. So geht das ein bisschen schneller. Ja, so mache ich das. Gleich nochmal. Gut. Rydia leveled up. Diesmal nichts gelernt. Muss ja auch nicht sein. Sie lernt noch genug. Hallo. We need training. Boah, da los jetzt. Geht doch. Oh nein. Wieder mit Eis mithelfen. Oh. Dreckigen Wurm. Er bringt nicht viel. Weder von Geld noch von Erfahrung, aber er kann viel Schaden anrichten. Ja, ich mache jetzt die restliche Folge noch Training und dann hat sich das. So, Goblins weg. Oh, wir kriegen was. Ocean. Könnte Cecil eigentlich mal gebrauchen. Durch seinen ständigen Einsatz von Dark hat er schon ganz schön was verloren. Rydias MP will ich dafür nicht anrühren. Oh, dasselbe nochmal. Also braucht jetzt schon ziemlich viele Erfahrungspunkte. Aber welchen Level hat sie jetzt? Level 6, na ja, gut. Ah, für 2 hat's gereicht. Wir lassen Rydia auch mal zuschlagen, auch wenn sie in der hinteren Reihe ist. Oje. Das war erbärmlich. Boah. Auch die Potion bekommen. Sehr schön. Warum ist sie denn auf einmal so anspruchsvoll? Oh, mit Dark alle weg. Gut, next. Ah, endlich. Level up. Hold hat sie gelernt. So eine Paralyse. Lähmung. Klappt aber nicht sehr oft. Immer schön weiter. Kleinen Trottel. So. Ich würde sagen, bis Level 8 machen wir noch. Dann ist er, glaube ich, soweit. Oh je. Oh je. Los, Mensch. Boah. Jetzt kann sie mal mit Chocobo nachhelfen. Sie zaubert ihn mal auf die andere Matte. Chocobo Kick. 152. Kräftig, kräftig. Aber MP kostet natürlich auch ziemlich viele. Und da sie die Beschwörerin in der Gruppe ist, kriegt sie später auch noch die ganzen Viecher, die wir als Bestia kennengelernt haben. Aber hier anders heißt. Hier sind es die Esper oder Idolums? Ne. Ist egal.
Kannst du so viel MP ziehen, wie du willst. Kannst das aber. Lydia, lass dir in Ruhe. So. Ein Kämpfchen dürfte es noch sein und dann müsste Lydia auf Level 8 sein. Dann hätten wir es wieder. Weg. Gut, Lydia levelt ab. Und hat Schlaf gelernt. In Ordnung. So, wieder ins Gasthaus. Eine Runde pennen gehen. Ja, 1300 Gil. Schon nicht schlecht. Renn schneller, Mensch. Oh. Ja, Orset, von mir aus. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle jetzt hier mache ich den Cut. Und in der nächsten Folge werden wir so ein bisschen nordöstlich gehen. Zur Höhle, wo der Weise rumsteht, der den Weg versperrt. Jetzt, wo Rüdiger stark genug ist. Also, wir sehen uns. Miau!